Sind Sie schon auf Wikisana? Die größte Suchmaschine in der Ganzheitsmedizin? Dann empfehle ich Ihnen, suchen Sie die auf. Hallo und herzlich willkommen zum Format Naturmedizin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sprechen heute über die sogenannte Toxoferese und wie damit eine ganz erfolgreiche Behandlung einer Makuladegeneration gelungen ist. Und natürlich kann man diese Toxoferese auch in vielen anderen Krankheitsbereichen einsetzen. Und darüber möchte ich mit meinen heutigen Gästen sprechen. Bleiben Sie dran, wir starten gleich ins Gespräch. So, herzlich willkommen in die Runde. Ich habe heute 3 Gäste hier. Ich beginne mal hier bei dir, lieber Dr. Med. Harald Burgart. Du bist Facharzt für Innere Medizin. Herzlich willkommen. Hallo Alexandra. Danke, dass wir da sein dürfen. Dann weiter neben mir sitzt Michael Husung. Du bist Geschäftsführer der Firma Medica in Deutschland und Mitbegründer und Inhaber der Firma MedSelect. Ja, herzlichen Dank. Und schließlich, not last but not least, hier auf dem Bildschirm per Zoom zugeschalten, herzlich willkommen, Facharzt oder beziehungsweise Dr. Med Stefan Trapp, Augenarzt, ganzheitlicher Augenarzt, muss man dazu sagen, und klinischer Umweltmediziner. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir haben in einem früheren Gespräch schon über das Konzept der Firma MedSelect gesprochen und Sie haben sich irgendwann auch mal für die Idee der Toxoferese geöffnet. Können Sie uns vielleicht kurz schildern, wie Sie auf diese Idee kamen und warum es dazu kam, dass Sie diese Behandlungsmethode in Ihr Konzept aufgenommen haben? Ja. Zunächst ist es erstmal so, ich bin noch kurz mal zu meiner Person. Ich bin ein niedergelassener Augenarzt in einer privatärztlichen Praxis und wir arbeiten hier ganzheitlich. Das heißt, es geht um Präventionsmedizin vor allem. Natürlich haben wir alle möglichen chronisch kranken Patienten mittlerweile hier. Da geht es mehr oder weniger um Prävention, sondern eher um Schadensbegrenzung, je nachdem, wie weit fortgeschritten irgendwelche Erkrankungen sind. Bei den als Augenarzt habe ich mir natürlich besondere Therapiemöglichkeiten erhofft, in die Hände zu bekommen, damit ich also diese ganzen chronischen Augenerkrankungen behandeln kann. Denn beispielsweise eine Makuladegeneration, die leitlinienmäßig in der Schulmedizin mit irgendwelchen intravitrealen Injektionen therapiert wird und wo die Patienten dann auch im Verlauf trotz der Therapie massive Schäden davon tragen bis zur Erblindung, haben mich dazu geführt, irgendwie zu erfragen, was man denn machen könnte, um letztlich sowas zu unterbinden, zu verhindern. Mhm. Und wir haben seit mittlerweile fast 10 Jahre behandeln wir hier Makuladegenerationspatienten und mehr oder weniger erfolgreich zu Beginn mit den uns gegebenen Therapiemöglichkeiten. Wir konnten den Patienten deutliche Fortschritte erzielen mit den angewendeten Therapiemethoden, die wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt hatten. Aber wir konnten nie so den richtigen Wendepunkt erreichen. Und den richtigen Wendepunkt haben wir erreicht nach Einführung der Toxoferese. Also wir hatten Therapieoptionen wie intravenöse Infusionen, und Sauerstofftherapien und Ozontherapien und Magnetfeldtherapien im Rahmen eines ganzheitlichen Therapieregimes. Aber letztlich konnte man den Patienten nur geringfügig weiterhelfen und bis zu einem Punkt therapieren, wo wir Makuladegeneration zum Beispiel stoppen konnten. Aber wir konnten nie was zurückführen, in die Remission drängen. Mhm. Und das haben wir beobachtet mit Einführung der Toxoferese, also der therapeutischen Apherese. Und als weiteres Therapiemodul im Rahmen eines ganzheitlichen Therapiekonzepts. Mhm. Also erstmal finde ich es schon mal großartig, dass Sie als Mediziner sich eben einfach auch
bemühen darum, eine Lösung, eine nachhaltige Lösung oder eben auch eine Remission für eben schwer behandelbare Krankheiten sich dann suchen oder für solche Fälle. Sie haben jetzt in diesem Zusammenhang mit der Makuladegeneration, haben Sie uns freundlicherweise einen Praxisfall vorbereitet einer Patientin und haben den ein bisschen dokumentiert. Und wir hatten uns, oder wir freuen uns jetzt, wenn Sie uns diesen Praxisfall mal ein bisschen im Detail erklären und vorstellen wollen. Ja, genau. Da geht es, wie Sie eben schon sagten, um einen mehr oder weniger spektakulären Fall. Spektakulär deswegen, weil wir eigentlich, und das kennen wir von der Toxophorese her, bei feuchten Makuladegenerationen, wie sie Patientin hat, mehrere Therapiesitzungen brauchen, bis sich ein zufriedenstellendes Therapieergebnis einstellt. Und bei diesem Fall war es so, dass die Patientin, die ihre Therapie in einer renommierten Bonner Klinik abbrach, wo sie mehrere intravitreale Medikamentenapplikationsserien bekam, um die feuchte Makuladegeneration mit der Schwellung in der Makula zurückzudrängen, abbrach. Und sie kam dann zu uns mit der Bitte, dass wir praktisch und ausschließlich mit alternativen Therapiemethoden versuchen, dieses Problem zu beheben. Mhm. Ja, und also mein Wunsch war es eigentlich, dass wir eine komplementärmedizinische Therapieschiene fahren, nämlich sowohl als auch, dass wir zunächst erstmal mit den intravitrealen Spritzen fortsetzen, um Zeit zu gewinnen, um letztlich mit den Therapiemethoden, die wir hier noch zusätzlich anwenden, den Spieß umzudrehen. Doch die Patientin bestand selber darauf, dass wir ausschließlich alternativmedizinisch therapieren. So dass wir natürlich dazu übergegangen sind, zunächst erstmal ein paar Laborparameter zu bestimmen, um zu gucken, was bei der Patientin sonst denn überhaupt vorliegt. Und nachdem wir aber eine ausführliche umweltmedizinische Erstanamnese durchgeführt haben, und da zeigten sich zahlreiche Diagnosen. Also es geht um eine 87-jährige Patientin, die sich erstmals 2018 eben bei uns in der Praxis für ganzheitliche Medizin zwecks Erhebung einer klinischen Umweltanamnese vorstellte. Und dabei kamen also folgende Diagnosen dann eben raus, dass sie eben eine neovaskuläre AMD mit systemem Makuläredem hat. Das bedeutet, dass sie eine feuchte Makuladegeneration haben, bei der letztlich neue Gefäße aus der Aderhaut quasi in die Netzhaut einwachsen und zu degenerativen Veränderungen in der Netzhautmitte führen. Der Makula, das ist die Netzhautmitte, das ist der Bereich des scharfen Sehens, wo letztlich die Sinneszellen, also die Photorezeptoren, besonders dicht angeordnet sind. Und 95% in etwa, schätzungsweise, des Sehens gehen über diese Makula. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn die Makula degeneriert, also wenn sie kaputt geht, durch solche Prozesse, durch solche Erkrankungsprozesse, dann werden die Patienten zentral erblinden oder sie erblinden zentral. Und wegen dieser Behandlung war sie, wie gesagt, in einer renommierten Bonner Klinik in Behandlung und bekam in gewissen Abständen, Zeitabständen immer wieder intravitreale Injektionen. Das bedeutet also Medikamenteneingabe in den Glaskörper gespritzt. Das sind Medikamente, die früher in der als Chemotherapeutikum benutzt wurden bei kolorektalen Karzinomen, also bei Dickdarmtumoren. Und bei der Behandlung solcher Patienten fiel damals auch auf, dass wenn man sie so behandelt, also mittels dieses Chemotherapeutikums, dass also dann die Makuladegeneration, die feuchten Makuladegeneration bei Patienten, die auch ein kolorektales Karzinom haben, gleichzeitig sich zurückbildeten. Deswegen ist man dazu übergegangen, diese Art von Medikamente direkt in den Glaskörper zu spritzen. Das hat aber natürlich Nachteile, die werde ich Ihnen gleich nochmal kommentieren. Dann die weiteren Diagnosen waren, also dass sie also Netzhautdrusen hatte. Netzhautdrusen, das sind kleine Müllpakete, die, wenn man in die Augen reinschaut, also auf die Netzhaut fundoskopiert, also eine Augenhintergrunduntersuchung macht, sehen kann. Und die kann man deswegen sehen, weil die Netzhaut durchsichtig ist und deswegen kann man quasi Zellstoffwechselablagerung direkt am Auge erkennen. Und das kann man auch nur am Auge sehen und eigentlich nirgendwo anders. Ich zeige Ihnen mal, wie sowas aussieht. Wenn Sie sich die Bilder mal anschauen,
Das ist eine sogenannte Funduskopie, also ein Fundusbild, also ein Bild vom mittels einer speziellen Kamera vom Augenhintergrund geschossen. Und dann sehen wir diese weißen Ablagerungen hier. Und das sind alles Drusen, sogenannte kleine Müllpakete. Ne? Und die hat sie auch, das sieht man aber in diesen Aufnahmen nicht so gut, es kommt nicht so gut rüber, auch im Bereich der Makula, ne, auf beiden Augen. Mhm. So. Dann, also sie hatte zahlreiche Probleme mit den Augen und die verschiedenartigsten Diagnosen. Und die Hauptdiagnosen war eben die neovaskuläre AMD. Die AMD steht für altersassoziierte Makuladegeneration. Und altersassoziiert ist immer so etwas unglücklich, das Wort, weil wir sehen, dass diese Degenerationsformen auch in zunehmend jüngeren Alter vor sich gehen und entstehen. Und wir haben auch schon Patienten mit 35-jährigen Patienten, die eine sogenannte AMD, unter einer sogenannten AMD leiden. Das war das Hauptproblem, weshalb sie zu uns kam. Das andere Problem war, dass sie auch eine Membrane auf der Netzhautoberfläche wuchs, die letztlich auch kontraktile Elemente hat. Das nennt man epiretinale Gliose und die sich dann zusammenzieht an der Oberfläche und letztlich dafür sorgt, dass auch Flüssigkeit nachzieht und auch deswegen ein Makulaedem, also eine Schwellung im Bereich der zentralen Netzhautmitte verursacht wird. Zudem hatte sie retinale Gefäßveränderungen. Retinale Gefäßveränderungen sind ganz wichtig. Wir können also direkt den Gefäßstatus im Auge beurteilen. Da sind wir den anderen Kollegen etwas voraus, weil Gefäße direkt beobachten kann man nur am Auge und retinale Gefäße sind wie ein Schaufenster letztlich auch für den gesamten Gefäßbaum. Und wenn Sie dort Veränderungen haben, dann kann man davon ausgehen, dass natürlich auch der gesamte Gefäßbaum des Patienten betroffen ist. Mit retinalen Gefäßveränderungen meinen wir dann in der Augenheilkunde Gefäße, die sich schlängeln, die sich kreuzen und die Kaliberschwankungen auch aufzeigen. Kaliberschwankungen sind unregelmäßig dick, eine unregelmäßige Dicke im Verlauf des Gefäßes. Und diese retinalen Gefäßveränderungen können natürlich ihrerseits wieder Hinweise dafür geben, dass Gefäßverkalkungsprozesse vorliegen, entzündliche Veränderungen in den Gefäßen ablaufen und oder auch Gefäßwandverhärtungen vorliegen. Und wir wissen, dass letztlich die Gesundheit eines Körpers mit den Gefäßen steht und fällt. Das heißt, in Abhängigkeit von der Güte der Gefäße ist der Patient auch weniger ist der Patient weniger oder mehr gesund quasi. Das zweite größere Problem, was die Patientin hatte, war ein chronisches Offenwinkelglaukom. Das ist also eine Form, bei der der Augeninnendruck dermaßen steigt, dass letztlich unter des erhöhten Augeninnendrucks und der dadurch gedrosselten Mikrozirkulation die Nervenfasern dauerhaft dann auch absterben und zu einem Einschränken des Gesichtsfeldes führen. Deswegen, das wurde natürlich gleich mitbehandelt hier, aber deswegen, das ist nicht, darum geht es heute in erster Linie nicht. Es geht in erster Linie heute um die neovaskuläre AMD, die sie auf dem linken Auge hatte. So, nach mehrfachen IVON-Therapieserien, die sie in dieser Klinik bekam, kehrte also letztlich immer wieder diese Schwellung zurück, eine zystische Schwellung in der Netzhautmitte. Und das hat die Patientin dermaßen frustriert, dass sie also diese Therapie dort abbrach und Hilfe bei uns suchte. Mhm. So. Weitere Diagnosen waren natürlich im Zusammenhang mit diesen chronischen Aufwinkelglaukomen, also die Papille, das ist der Sehnervenkopf. Das heißt, wenn man ins Auge reinguckt, den Netzhaut auf den Augenhintergrund, dann sieht man auch den Sehnervenkopf. Das nennen wir Papille in der Medizin und die wird natürlich blass, dann weil sie erstens mal schlechter durchblutet wird und zunehmend natürlich auch Nervenfasern absterben und sich die Farbe des Sehnervenkopfes dadurch auch verändert. Keratokonjunktivitis Sika hatte sie, weil trockene Augen bedeutet das. Trockene Augen sind auch nur ein Symptom letztlich und zeigt auf, dass die sekretproduzierenden Drüsen im Auge schlechter produzieren. Das ist immer dann der Fall, auch wenn chronische Entzündungen im Körper ablaufen
und oder der Hormonhaushalt natürlich nicht mehr gut ist. Bei einer 87-jährigen Patientin kann man sich das vorstellen, dass der Hormonhaushalt natürlich nicht mehr der ist, den sie mal hatte, als sie 20 oder 30 war. Aber insbesondere haben die chronischen Entzündungen, die sie hatte, wovon der ganze Körper betroffen war, dazu geführt, dass die Patientin auch die Patientin deutlich trockene Augen bekam. Im Rahmen des Erstanamnesegesprächs kamen natürlich dann auch weitere Anamnese zutage. Die Patientin litt unter einer massiven Hypertonie, die also medikamentös in Dreifachtherapie eingestellt war. Sie litt unter Herzrhythmusstörungen und deutlicher Fatigue. Sie hatte überhaupt kaum Kraft, aus dem Bett zu steigen und letztlich in die Praxis aufzukommen. Und dann nach einer durchgeführten Schwermetallprovokationstest konnten wir auch feststellen, dass die Patienten unter einer deutlichen multiplen chronischen Schwermetallbelastung litt. Insbesondere Aluminium, Blei und Quecksilber waren bei ihr massiv erhöht. Auch bestanden bei ihr Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien, insbesondere eine massive Histaminintoleranz. Ja, also das bedeutet, sie hatte ein Problem mit Histamin. Histamin ist ein Entzündungsbotenstoff, der im Körper natürlich auch im Rahmen von entzündlichen Prozessen von speziellen Immunzellen liberalisiert werden, also befreit werden, aber auch über Nahrung zugenommen werden können. Und wenn die Patientin ein Problem mit dem Abbau dieses Entzündungsbotenstoffes hat, was sie auch hatte, was auch nachgewiesen werden konnte, kumuliert dieses Histamin und verursacht natürlich chronisch systemische Entzündungen, die auch, ne, und das wiegt halt eben so schwer, bei einer neovaskulären Makuladäsion besonders schwer wiegt, denn dieses Histamin führt auch zu einer gesteigerten Permeabilität, also Durchlässigkeit für Wasser, ne, für Flüssigkeit, und sodass aus den Gefäßen natürlich aus den neu gewachsenen Gefäßen in der Makula dann natürlich auch noch zunehmend Flüssigkeit in die Makula eindringt. Und zu einer Steigerung zu einer Verstärkung des Netzhautödems, des Makuladäms führt. So, dann sind wir dazu übergegangen, etwas Labor zu machen. Die Patientin war nicht immer so gewillt, also sich so viel Blut abnehmen zu lassen. Und bei dem, was wir abgenommen haben, ging es in erster Linie erstmal darum zu verstehen, ob sie chronische Entzündung hat oder nicht. Und deswegen haben wir ein Inflammationsprofil an einem bekannten deutschen Labor gefahren. Und dabei konnte halt eben festgestellt werden, dass sie tatsächlich also unter deutlichen systemischen Entzündungen, also Entzündungen, die letztlich den ganzen Körper betreffen, litt. Und das konnten wir festmachen daran, dass also der TNF-Alpha-Wert, das sind Interleukin 6 und Interleukin 8-Wert, das sind also spezielle proentzündliche Entzündungsbotenstoffe, massiv erhöht waren. Und sie zudem auch noch und eine verminderte interzelluläre ATP-Produktion litt letztlich, und das deutete ganz klar auf eine Zellstoffwechselstörung hin und begründet zumindest teilweise ihr Chronik-Fatigue-Syndrom. Ja, mehr Labor war die Patientin nicht bereit durchführen zu lassen. Wir konnten noch ein paar Vitamine bestellen, da hat sie die Defizienzen gehabt im Bereich B1, B6 und B12 und litt auch, und das habe ich vergessen, in die Diagnosen zu schreiben, unter einer leichten Anämie. Zunächst jetzt nochmal für die Zuschauer, damit wir auch wissen, worüber wir reden. Immer wieder ist der Begriff Makula gefallen. Jetzt müssen wir erstmal klären, was ist denn die Makula? Wenn wir hier das Auge sehen, dann ist das Rötliche, das Ganze die Netzhaut. Und der kleine Punkt hier, diese kleine Einkerbung, diese Mulde, das ist die Makula, der zentrale Teil der Makula auch. Ja, und Makula heißt anders auch Makula, der gelbe Fleck. Gelbe Fleck deswegen, weil sich dort in dem Bereich der Netzhaut besonders viele Carotinoide ansammeln. Carotinoide wie Vitamin A, Beta-Carotin, Zeaxanthin. Das sind alles Substanzen, die letztlich dafür sorgen, dass die Sinneszellen geschützt werden vor phototoxischem Stress, vor UV-Licht und Blaulicht, und dass letztlich der aufkommende oxidative Stress in den Zellen, also die Bildung von Radikalen im Zellstoffwechsel, abgepuffert werden können. Auch. Unter anderem. Ja. So, und bei der Makuladegeneration geht eben dieser Bereich der Netzhaut zugrunde. Die Netzhaut besteht aus unterschiedlichen Schichten, wenn wir das jetzt hier uns in dem Bild mal anschauen. Ne, von innen nach außen, ne, da haben wir oben die Nervenfaserschicht, dann kommen unterschiedliche andere Schichten und zum Schluss kommt das Pigmentepithel. Das Pigmentepithel
Das ist eine, das ist die äußere Blut-Retina-Schranke, sowas wie ein Filter. Ja, und das, dieser Filter lässt bestimmte Substanzen eben nur zu den Netzhautzellen durch und sorgt andererseits dafür, dass Schlacken, die entstehen beim Zellstoffwechsel, im Bereich der Sinneszellen abtransportiert werden können. Ne? In Richtung Aderhaut und Lymph- und Aderhaut. So, im Lymphe, genau, und Aderhaut. Bei einer Degeneration ist es so, dass die Degeneration meist, also in allermeisten Fällen, im Bereich der Pigmentepithelzellen vor sich geht. Das heißt, es gibt aufgrund von unterschiedlichen Faktoren kommt es dazu letztlich, dass eine Zellstoffwechselstörung im Bereich der Pigmentepithelzellen zustande kommt. Und dann aufgrund des nicht gut laufenden Zellstoffwechsels also bestimmte Abfallprodukte entstehen, die aus den Zellen rausgeschafft werden und letztlich im Zellzwischengewebe lagern, ne, und sich dann quasi hier als kleine Mülldeponien zwischen den Zellen breit machen. Und diese Mülldeponien nennt man Drusen. Ja? Und unter diesen in diesem Zustand, wenn das immer mehr wird, das, was man hier sieht, Drusen, ne, verschlechtert sich zunehmend die Stoffwechselsituation auch für die nachgeschalteten Sinneszellen. Das heißt, wenn die Pigmentepithelzellen nicht mehr so richtig gut funktionieren, können sie weder die Schlacken abtransportieren, noch genug Sauerstoff und Nährstoffe zu den Sinneszellen durchlassen. Sodass natürlich hier Blockaden entstehen, Übersäuerungen entstehen und chronisch entzündliche Prozesse generiert werden, die dazu führen, dass letztlich Pigmentepithelzellen kaputt gehen. Da sind wir jetzt nämlich schon bei der Degeneration. Wenn jetzt aber die Pigmentepithelzellen kaputt gehen, degenerieren die damit verknüpften Sinneszellen, sodass also die Netzhaut beginnt, in dem Bereich des scharfen Sehens zerstört zu werden. Und je mehr von diesen Sinneszellen absterben, desto schlechter ist das zentrale Gesichtsfeld. Und irgendwann sehen die nur noch pixelig oder gar nichts mehr, wenn das alles vernarbt ist und weder Sinneszellen noch Pigmentepithelzellen vorhanden sind. Das ist bei der trockenen Form der Fall. Ne? Da geht es, dann degeneriert das Gewebe, ohne dass jetzt neue Gefäße dort einwachsen. Dann gibt es die zweite Form, das ist die feuchte Form, die sogenannte exudative oder neovaskuläre AMD. Da kommt es tatsächlich zum Einwachsen von Gefäßen aus der Aderhaut, ne, durch das Pigmentepithel in die Neuroretina. Ne? Und das passiert immer dann, wenn diese Zellen Wachstumseinreize, also die Endothelzellen aus den, also die Endothelzellen sind Zellen letztlich, die Gefäßauskleidung von Gefäßen darstellen, Wachstumsanreize bekommen, um zu wachsen. Und das passiert immer dann, wenn Signal- und Botenstoffe ausgeschüttet werden im Rahmen eines degenerativen Prozesses von Zellen, die unter einem hypoxischen Zustand leiden. Das heißt, wenn die Zellen quasi zu wenig Sauerstoff bekommen. Aber das ist nicht nur so, es gibt auch Zellen, die haben genug Sauerstoff und senden diese Signalbotenstoffe trotzdem. Und das passiert unter gewissen Umständen, wenn der Zellstoffwechsel dermaßen gestört ist, weil die Mitochondrien, ne, unsere Zellkraftwerke in den Zellen, dermaßen degeneriert sind, dass quasi der Sauerstoff, der in den Zellen ist, gar nicht verwertet werden kann für die Herstellung von Energie, so dass also dann unter einem bestimmten Prozess, die sogenannte Warburg-Prozess, die Zelle umschaltet auf einen Gärungsstoffwechsel und bei diesem Gärungsstoffwechsel fallen natürlich noch mehr Schlacken und vor allen Dingen Milchsäure, Laktat an, was die Situation natürlich lokal deutlich verschlechtert. Also wenn jetzt Faktoren freigesetzt werden von bestimmten Zellen, weil sie das Gefühl haben zu ersticken, dann führt das dazu natürlich in der unteren linken Aderhaut dazu, dass neue Gefäße wachsen können. Das ist auch bei tumorösen
bei der Tumorgenese der Fall oftmals, ne? Dass also letztlich Wachstumsfaktoren dafür sorgen, dass neue Gefäße in den Tumor einwachsen können. Das Gleiche passiert jetzt auch bei der feuchten Form der Makuladegeneration. Herr Dr. Trapp, so. Ich muss Sie nur bitten, dass wir ein bisschen das Ganze beschleunigen. Sie machen das hervorragend und ich finde das großartig, das so detailliert zu erfahren. Ja. Nur die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Okay. Damit Patienten Verständnis haben von dem, worüber wir reden. Also es gibt zwei Formen der Makuladegeneration, der trockenen und der feuchten Makuladegeneration. Und die Patientin kam jetzt zu uns mit der zweiten Version, mit dieser Form hier unten, mit der feuchten Version. Und dann bat sie uns darum, dass wir quasi nur alternativmedizinisch dort behandeln. Und wir haben als therapeutische Erstmaßnahmen direkt eine Apherese durchgeführt. Und das können wir hier in dem Bild zeigen. Also sie kam hier aus dem Krankenhaus, nachdem sie Spritzen bekommen habe, mit einem Rezidiv auf dem linken Auge und bekam dann die erste Apherese am 16. Oktober 2018 und sofort war das remittiert. Also es war so, als ob gar nichts gewesen ist. Und das war das Spektakuläre an diesem Fall, weil normalerweise sehen wir sowas erst, wenn wir mehrere Apheresen hintereinander durchgeführt haben, in Kombination natürlich mit weiteren anderen Therapiemöglichkeiten, die wir dann synergistisch hinzuschalten. Wir hatten eine Apherese gemacht und dabei konnten wir unseren Augen selber nicht trauen, das, was wir gesehen hatten. Das war nämlich der Zustand nach der Apherese direkt, ohne irgendwas anderes vorher an Therapien bei der Patienten durchgeführt zu haben. Haben dann eine weitere Apherese gemacht, um den Zustand zu stabilisieren. Die Patientin konnte aber zwischenzeitlich nicht, weil sie verhindert war, sodass also die zweite Apherese vier Monate später geschaltet wurde und eine dritte nochmal 5 Monate später war. Und damit konnten wir den Zustand bis heute konsolidieren. Also es gab keinerlei Rezidive mehr und der Patientin geht es gut und der Visus, die Sehkraft ist auch wieder deutlich angestiegen. Sie war zwischenzeitlich auf 0,3 runtergegangen, auf 30% und ist jetzt bei zwischen 60% und 70% stabil. Das ist wirklich sensationell, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Patientin 87 Jahre alt ist. Ne? Die Patientin ist 87 Jahre alt und erfreut sich bester Gesundheit. Wir konnten natürlich neben dem Hauptproblem, was bestand, bezüglich der neovaskulären ABD, die wir komplett wegtherapiert haben, auch die Nebendiagnosen wegtherapieren. Das heißt, wir gucken uns mal das Auge an. Ich zeige Ihnen mal, wie die Patientin bei uns ankam. So, sie kam 2018 das ist jetzt das rechte Auge, mit so einer Rötung an. Und die hatte sie seit 3 Jahren. Das Auge war dermaßen hyperämisch, also massiv, also letztlich verstärkt durchblutet hier im Bereich der Bindehautgefäße, weil sie eine fistulierende Glaukom erhalten hatte und ein Sickerkissen hier unten hatte und letztlich konnte das Auge aus dem Reizzustand gar nicht mehr rausgeholt werden. Ja, sie hatte mehrmals lokale Antibiosen bekommen, Steroide bekommen, also Cortison. Und dann wurde es ein bisschen besser, dann kam die Rötung wieder zurück und dann auch noch verstärkt. Und wir konnten also nach Apherese, sah das dann so aus, nach der ersten Apherese und nach der zweiten und dritten Apherese sah das dann so aus. Sie hatte also komplett normal ein neues Auge. Ne? Und seitdem ist das Auge auch nie wieder gerötet. Fantastisch. Also das mit der therapeutischen Apherese, mit der Toxopherese konnten wir dann letztlich nicht nur die neovaskuläre AMD mit dem zystoiden Makuladen behandeln, sondern wir konnten eine Reduktion der Drusen, also der Müllpakete, beobachten im Bereich der Netzhaut, Mitte vor allem. Und wir konnten auch, und das war das Entscheidende, und das ist eine weitere Errungenschaft dieser Therapie, also mittels der Apheresen auch dazu führen, dass diese Membrane, die auf der Netzhautoberfläche gewachsen ist, zum Rückgang, zur Remission zu drängen. Ne? Also sie hatte keine Gliose mehr und auch die eine dadurch bedingte Schwellung der Makulamitte ist auch zurückgegangen.
das Glaukom, was sie hatte, also diese Augeninnendruckerhöhung, konnten wir damit auch beseitigen. Und sie braucht nunmehr nur noch alle zwei Tage ein Medikament zu tropfen. Ja, und hat darunter auch einen stabilen Augeninnendruck. Cool. So, die Papillenblässe ist zurückgegangen, dadurch, weil die Mikrozirkulation natürlich durch die therapeutischen Apherese und durch weitere Therapien, die wir dann nach der dritten Apherese hinzugeschaltet haben, deutlich verbessert wurde, sodass also die Papillenblässe auch zurückgingen. Und die trockenen Augen und die Situation der Trockenheit der Augen natürlich verbessert werden konnte, weil die Drüsensekret produzierenden Drüsen auch einen besseren Tränenfilm produzierten. Was zudem beobachtet werden konnte, ist, dass der Blutdruck in normale Grenzen zurückging, ohne dass sie also ohne therapiebedürftig zu sein. Also sie nimmt auch keine blutdrucksenkenden Medikamente mehr. Und ihre Herzrhythmusstörung, die sie hatte, sind mittlerweile auch nicht mehr vorhanden und brauchen auch medikamentös nicht mehr so therapiert werden. Fatigue-Syndrome gingen zurück, die Patientin ist munter und hat genug Energie und der Anstieg des ADPs konnte auch bestätigt werden, eine Laboruntersuchung. So, und wir konnten auch nachweisen, dass also die entzündlichen Parameter, die vorher vor den Apheresen deutlich erhöht waren, deutlich reduziert und in den Normalbereich gedrängt wurden. Ich muss es nur leider jetzt wirklich beenden. Unsere Zeit ist am Ende, aber Sie haben uns das jetzt ganz fantastisch vorgeführt und ich bedanke mich für diesen tollen Fall und wo es hoffentlich auch noch ganz, ganz viele weitere gibt in Ihrer Praxis. Sie haben sicherlich auch noch bei anderen Patienten entsprechend Feedbacks diesbezüglich, aber eben, wie gesagt, können wir nur zeitlich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Wir haben sehr viele interessante Fälle, nur das war der interessanteste, weil, wie gesagt, nach einer Apherese, was wir nie beobachtet haben, ist dann also sofort das Systole Makulidin zurückgegangen ist. Das ist in der Literatur auch nirgendwo beschrieben. Ja, fantastisch. Also das darf man vielleicht dann auch nicht unbedingt nach jeder Behandlung erwarten, aber grundsätzlich ist es auch möglich eben, ne? Genau. Ja, genau, das haben wir auch nicht erwartet. Normalerweise ist das ein Prozess, wo sich das langsam einstellt und wo das langsam limitiert. Super. Und dass es also so prompt geht, das hat uns natürlich auch sehr gewundert. Und deswegen wollte ich diesen Fall heute vorstellen und nicht einen anderen. Das war ganz großartig. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Trapp. Ja, vielen Dank auch. War sehr, sehr beeindruckend. Und herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Erfolg. Und viel Erfolg auch weiterhin mit der Toxoferese in Ihrer Praxis. Danke vielmals. Dankeschön. Wir verabschieden uns auf diesem Weg schon mal von Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Bleibt uns eigentlich als Gruppe hier nur noch zu sagen, also ihr habt ein Konzept gemeinsam auf die Beine gestellt. Die Firma MedSelect bietet an wie ein Netzwerk, wo man sich anschließen kann und einen großen Austausch zwischen Medizinern zu pflegen. Ja, das ist im Prinzip die Kooperation zwischen den einzelnen Medizinern. Sich auch in diesen Fachbereichen auszutauschen. Das heißt also, untereinander zu ergänzen. Und das ist natürlich jetzt auch in diesem Fall von Herrn Dr. Trapp natürlich eine ganz tolle Sache, diese Erfahrungen oder auch den augenärztlichen Bereich in andere Praxen weiter zu transferieren. Ja, nicht nur dorthin. Genau, um einfach im Endeffekt auch den Patienten die Möglichkeit zu geben, auch diese Angebote innerhalb der gesamten Gruppe in der Kooperation zu bekommen. Um zu erhalten. Ja, darf ich für unsere Fernsehzuschauer noch ganz kurz fragen, wo man Informationen findet, wo sich Patienten hinwenden können? Ja, generell auf der Internetseite von der MedSelect unter der www.med-select.de. Dort können sich die Patienten quasi mit uns in Verbindung setzen und wir treten dann auch in Verbindung mit den Patienten und zeigen ihnen dann auf, welche Kooperationspartner in dem Bereich zum Beispiel arbeiten mit für sie in ihrer Umgebung. Jawohl. Dr. Med-Harald Burkhardt, du bist jetzt gar nicht so weit gekommen, es tut mir leid. Aber ihr seid eben Partner in diesem Konzept und ihr versucht eben, was heißt versucht, aber ihr macht es populär oder macht es bekannt und weil man einfach damit viele Dinge erreicht. Richtig, kann. Nicht nur Augen, Energie, Augen. Gefäße und so weiter. Wir haben es ja eben schön gesehen. Und das ist für die Patienten im Grunde eine Rundumbehandlung, die
sehr, sehr hilfreich sein kann. Wunderbar, dann bedanke ich mich. Ich bin sehr froh, dann auch immer mal was Positives verkünden zu können gegenüber dem, was wir tagtäglich in den Nachrichten hören. Also das macht Mut für viele Erkrankungen, für viele Menschen, die gesundheitlich irgendwo vor einer Wand stehen und wo es keine weiteren Möglichkeiten gibt. Also es gibt immer Möglichkeiten. Herzlichen Dank deshalb für euer Tun, für euer Wirken, für eure Idee und für euer Konzept und viel Erfolg damit. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Sie, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und also sicherlich stimmen Sie mit mir überein, das war außergewöhnlich, das war ein spektakulärer Fall und solche kann es sicherlich auch viele geben. Und es ist vielleicht Hoffnung auch für viele Menschen, die, ja, die eben einfach hier nach Lösungen suchen. Also in diesem Sinne, bleiben Sie weiter wachsam und achtsam und liebevoll zu sich selbst. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiedersehen.